Hallo alle miteinander und herzlich willkommen. Wir sind hier bei einem neuen Projekt und wir spielen ein bisschen Mario Kart DS, habe ich mir gedacht. Mal ein bisschen was anderes, ein bisschen Abwechslung. Und was ich an Mario Kart DS halt mega interessant finde, ist nicht nur, dass wir den Grand Prix hier haben, den wir logischerweise erstmal durchrattern werden, sondern wir haben auch noch die Mission hier. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die beim Nintendo DS bzw. bei Mario Kart DS relativ exklusiv ist. Ich glaube, das gibt es in keinem anderen Mario. Es gibt hier 6, es könnte sein, dass es noch ein 7. gibt, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, so kleine Missionen, genau, und jedes Level hat dann 8 verschiedene und einen Endboss, wo du einfach verschiedene Dinge erledigen musst. Das ist ziemlich cool und da habe ich ziemlich viel Bock drauf, aber bevor wir das machen, machen wir erstmal den Grand Prix, gucken uns die Strecken an, gucken uns die Fahrer an, das sind die Charaktere, die es hier gibt. Ich denke, ich werde einfach mal mit Mario starten. Jeder Charakter hat, glaube ich, 2 verschiedene Autos. Wir können jetzt hier einmal den B-Dasher oder einmal das Standard-Kart nehmen. Ich nehme sogar das Standard-Kart. Das Standard-Kart sieht mir ein bisschen besser aus. Es gibt hier die Kategorie Items. Habe ich jetzt den Retro-Grand Prix ausgesucht? Wir fangen mit dem Retro-Grand Prix an. Warum nicht? Ne? Mal was anderes machen. Das ist ja Latte wie Hose. Es gibt hier den Reiter Items bei den Karts als, keine Ahnung, Wert, die das Kart beschreiben. Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wahrscheinlich kriegt man bessere Items. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich, dass es wirklich einen großen Unterschied macht. Ich meine, das ist am Ende ja trotzdem zufällig. Naja, wir schauen einfach mal. Wir gehen auf jeden Fall gut los hier mit einem Fehlstart in das Rennen. Da ist schon wieder der Vogel, Alter. Hier vor dem Vogel fliegt die ganze... hier vor dem Fenster bei mir fliegt die ganze Zeit so ein Vogel ganz nah an die Scheibe ran. Ich glaube, der will zu mir rein. Ich liebe ja Vögel, ne? Vögel sind meine Lieblings... ich habe verschiedene Lieblingstiere. Ist es in Ordnung oder muss man beim Lieblingstier mal eins haben? Aber nur ein Lieblingstier haben ist auch wieder Mainstream. Das muss man an der Stelle ganz klar betonen. Ich mag Vögel sehr, sehr gerne. Sind eine meiner Lieblingstiere. Ich mag aber auch Elefanten und Pinguine. Elefanten waren auch schon immer eine meiner Lieblingstiere. Ich finde die einfach cool. Keine Ahnung. Elefanten sind so riesig und die haben einen mega geilen Rüssel. Kann man das so sagen? Ich denke schon. Ich weiß auch nicht. Elefanten sind mega coole Tiere. Und ich war halt Benjamin Blümchen-Fan früher, ne? Das ist ja ganz klar. Ich meine, wer war das nicht? Aber ja, das passt schon. Wollen wir noch irgendwas über Mario Kart DS verlieren? Keine Ahnung, es ist ein Mario Kart-Spiel. Ich denke mal, das brauche ich euch jetzt nicht großartig erklären. Es macht, was es machen soll. Es ist relativ schwierig, glaube ich. Oh, wir haben den Blauen gedodged. Wow, und ich fahre dann noch rein. Wir haben ihn nicht gedodged, aber wir waren nicht Erster an dem Zeitpunkt, wo der Blaue kam. Was natürlich schon nice ist. Es ist schon die Zielgerade. Warte mal, ich kann das hier umschalten. Das ist schon die Zielgerade. Scheiße. Wir werden wieder nicht Erster. Das ist ein bisschen... Also, was heißt wieder nicht? Das ist das erste Rennen. Ich habe aber schon mal einen Test gefahren. Und bei dem Test bin ich, glaube ich... Boah, da war ich richtig schlecht. Scheiße, Mann. Das ist total schwierig. Irgendwie bin ich total schlecht in dem Spiel. Oder die Computergegner sind einfach so gut. Aber das vermute ich nicht. Keine Ahnung. Früher, wenn man Mario Kart Wii angefangen hat zu spielen, dachte man auch immer, diese CPUs, ne? Oder wenn meine Mama das gespielt hat, die konnten dann gerade so mit den CPUs mithalten. Aber wenn man Mario Kart dann ein bisschen länger gespielt hat, dann wusste man natürlich, hey, die CPUs, das sind richtige Low-Bobs. Aber, ja, ich habe es halt noch nie gespielt, ne? Das ist das erste Mal, dass ich Mario Kart DS spiele. Und ich bin anscheinend immer noch, was heißt immer noch, ich bin halt relativ schlecht. Oh, ein Kugelwilli. Nice! Whey! Keine Ahnung. Ich habe Mario Kart DS noch nie gespielt, was daran liegt, dass ich nie ein DS hatte. Also ich hatte ein 3DS. Ich hab keinen 3DS mehr. Nee. Wo habe ich eigentlich meinen 3DS hingetan? Ich hatte mal einen 3DS, aber ich glaube, den habe ich... Was ist eigentlich mit meinem 3DS passiert? Ich weiß es nicht, Leute. Ich hatte mal einen 3DS. Aber den habe ich irgendwie abgegeben, als ich dann den 3DS Capture Card Typ bekommen habe. Ach nein, mein 3DS wurde geklaut. Stimmt. Ich glaube, mein 3DS wurde geklaut. Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Wir werden gerade Erster. Ist das denn die Möglichkeit? Ich glaube, in dem Spiel, ich springe schon wieder. Oh nein! Nee. Bowser, nein, nein, Luigi, nein. Nein, nein. Ich werde Vierter. Das kann nicht wahr sein.
Zwei Meter vor der Ziellinie kommt ein blauer und ein roter. Ich hätte halt ein bisschen besser fahren können, glaube ich. In der letzten Runde. Naja, oh, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ich brauche den Goldpokal, ne? Sonst habe ich ein Problem. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin so durcheinander, ich weiß auch nicht. Ich habe heute schon ein paar Aufnahmen gemacht. Was laber ich hier eigentlich? Das ist total dumm, aber ich habe schon ein bisschen aufgenommen. Und ich verliere immer ganz schnell den Faden, weil ich einfach so viele Dinge heute in meinem Kopf habe. Ich weiß auch nicht, ich bin immer vom Steinchen zum Stöckchen oder wie man sagt. Auf jeden Fall hatte ich nie einen DS. Ich hatte auch nie einen Game Boy Advance, obwohl ich den Game Boy Advance ziemlich cool fand. Der Game Boy Advance, nee, ich glaube, es gab noch einen Game Boy SP oder so. Advance SP? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Oder war der, ich weiß nicht ganz genau, ob der erste Game Boy Advance auch schon mit Licht war. Aber ich fand es mega krass, als die Game Boys dann auf einmal ein Licht hatten. Also ein integriertes Licht. Weil ich bin noch so ein Kind. Also nach dem Game Boy Color habe ich mir keine Handhelds mehr gekauft, habe auch keine bekommen, weil die waren halt mega teuer und meine Eltern hatten keinen Geldscheiß an der Ecke und ja, das heißt, ich habe mir sowas auch nicht zu Weihnachten gewünscht. Ich weiß aber nicht, ob ich das zu Weihnachten bekommen hätte. Kann gut sein, dass es auch zu teuer gewesen wäre für ein Weihnachtsgeschenk. Auf jeden Fall, ich habe halt nach dem Game Boy Color kein Handheld mehr gehabt und ich fand es immer so mega cool, dass diese Dinger einfach von sich aus jetzt Licht hatten. Weil der Game Boy Color ja kein Licht hatte und das war immer mega schwierig, weil wenn du dann nachts unter der Bettdecke noch spielen wolltest, ne, dann hattest du ein Problem, weil das ging nicht. Das heißt, wenn du spielen wolltest im Bett, musstest du immer deine Schreibtischlampe oder deine Nachttischlampe anhaben. Und ich hatte so eine Nachttischlampe mit so einem gelenkigen Griff, naja, nicht ein Griff, Arm, sagt man da vielleicht Arm zu? Also die Lampe war, das war halt eine Lampe mit einer Steckdose, mit einem Stecker. Und dann war die Lampe halt so gemacht, dass du die an deinen Nachttisch dran geklemmt hast mit so einer Schraubklemme. Wisst ihr, was ich meine? Und dann war die halt so an deinem Nachttisch dran geklemmt und dann hatte die so einen beweglichen Arm, wo oben dann die Lampe da war. Das heißt, du konntest die so knicken und bewegen und so. Und ich habe die mal angehabt, weil ich Gameboy gespielt habe und bin dabei eingeschlafen und dann war die Lampe noch an und dann hatte ich das Problem, dass die Lampe, die war so eingerichtet oder gebogen, dass die bei meinem Kitzelmich-Ernie dran war, oben an den Haaren und als ich aufgewacht bin, waren die Haare von meinem Kitzelmich-Ernie verbrannt. Da habe ich geweint, ey. Das war ziemlich traurig für mich. Ich hatte nämlich so einen Kitzelmich-Ernie, den konntest du kitzeln, dann hat er gelacht. Und der hatte drei verschiedene Stufen. Der hat erst ein bisschen gelacht, dann hat er richtig gelacht, dann hat er richtig stark gelacht. Das fand ich immer voll lustig als Kind. Aber der Kitzelmich-Ernie hatte dann leider keine Haare mehr. Also nur noch an den Seiten. Das war so... Ja, das ist halt unsympathisch, ne? Wie so ein alter Mann mit Halbglatze. Die sind einfach meistens unsympathisch. Ja, wenn die ja nur noch so ein Kranz auf dem Kopf haben, so ein Haarkranz. Oh, ich hoffe, ich kriege niemals sowas. Also wenn ich irgendwann mal so eine Glatze kriegen würde, dass ich so einen Halbkranz auf dem Kopf hätte, dann würde ich mir, glaube ich, einfach eine Glatze schneiden. Oder halt immer die Haare so ganz, ganz kurze stoppeln. Weil das ist halt echt ekelig, oder? Ich weiß nicht, ich verbinde das irgendwie nicht mit irgendwas Schönem. Solche Männer. Ach ja. Ich hoffe einfach, dass ich generell... mein Papa sagt immer Fleischmütze dazu, also zur Glatze. Und mein Papa hat auch immer richtig viel Angst davor, eine Glatze zu kriegen im Alter. Also der ist jetzt schon... Wie alt ist mein Papa? Der ist 62 geboren, glaube ich. Das heißt, der ist jetzt 54 oder so um den Dreh. Ja, ist noch ein gutes Alter, hoffe ich. Ich hoffe, der hält noch ein bisschen durch. Lieber Papa, hier an der Stelle mal ein paar Grüße in deine Richtung, ne? Bleib gesund. Ja, und er hat auch noch volles Haar. Von daher, ich glaube, ich kann da durchaus... positiv in meine haarige Zukunft schauen. Da brauche ich mir keine großen Gedanken machen. Aber wer weiß, ne? Vielleicht kommt irgendwann mal... Weiß ich nicht. Vielleicht lassen irgendwann mal irgendwelche Terroristen so eine Bombe hoch, in der so Haarverlustbakterien drin sind. Und dann hat die ganze westliche Welt eine Glatze. Das wäre scheiße, ey. Das wäre scheiße. Wisst ihr, was am allerschlimmsten wäre? Ich habe mit meinem Papa, glaube ich, mal darüber über so ein Terroristenthema gesprochen, ne? Einfach so, weil wenn solche Dinge passieren, tauscht man sich ja auch mal darüber aus und so. Und
Wenn ich jetzt, ich habe das jetzt gesagt, ne, und wenn jetzt morgen so eine Bombe losgelassen werden würde, ja, und alle eine Glatze hätten, ich glaube, dann würde die FBI vor meiner Tür stehen. Wie soll ich denen das erklären? Das ist so abstrus. Naja, es passiert einfach nicht, oder? Ich war doch gerade Erster. Ich weiß schon wieder nicht, wie das hier funktioniert hat. Ich glaube, man kann in dem Spiel, wie nennt man das? Snaken? Nennt man das so? Ich bin Zweiter geworden. Ganz komisch. Aber Bowser ist vor mir. Ich habe jetzt keinen Goldpokal bekommen, oder? Ich habe keinen Goldpokal. Ist das jetzt schlimm? Ich weiß es nicht. Ich schalte damit... Ich glaube, ich muss es jetzt offscreen nochmal spielen. Ich schalte damit ja nicht die nächsten Cups frei. Naja, wir schauen einfach mal. Vielleicht reicht das ja doch. Auf jeden Fall war das mein erster Cup. Ich habe nur den Silberpokal geholt. Ich hoffe, ich kann mich da nochmal ein bisschen verbessern. Das war der erste Part. Er war mega durcheinander und random, so wie ein erster Part natürlich sein sollte. In jedem Buch steht, beginnst du ein Projekt, so fange direkt an mit ganz verrücktem Off-Topic. Weil das ist immer ganz gut, weil wenn Leute, die dich nicht kennen, ne, und die dann in der ersten Minute hören, oh, ich hatte heute Durchfall, das ist immer gut, ne? So begrüßt man die Leute. Also, wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Kornel, abonniert gerne den Kanal und bleibt dabei. Und an alle anderen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bewertet den Part, ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss!